grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, heute habe ich hier den zweifachen E-Bundesliga-Champion, Serjan Karagöz. Grüße dich, Brasco. Servus, Bruder. Ja, servus. Auch für die Zuschauer selbst, ich weiß nicht, ob die breite YouTube-Masse dich kennen wird. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? So, erstmal hallo an alle Zuhörer. Ich bin der Serjan Karagöz oder auch Serjan Gold, wie man mich kennt in der Szene. Ich bin 21 Jahre alt, wohne in Österreich, Linz, das ist in Oberösterreich. In Oberösterreich so zentral, das heißt 2 Stunden von Wien, 2 Stunden von München, kann man so einschätzen. Ich spiele seit FIFA 17, seit Ende FIFA 17 im FIFA eSport, so Turniere. Hab mit ESL angefangen, hab in der ersten Saison der E-Bundesliga habe ich den Einzelbewerb gewonnen und in der zweiten Saison den Teambewerb und habe mich auch zugleich für den Einzelbewerb qualifiziert, der Samstag stattfinden wird. Und ja, das ist das, was ich so mache. Ja, Serjan hat schon angesprochen, diesen Samstag, 2.2. ist das Einzelfinale. Dort ist ja auch Benji, mit dem ich vor ein paar Tagen ein Video hatte und eben noch 2 Pro-Vereine, glaube ich, ne? Genau. 2 Pro-Vereine. Und ich bin extrem gespannt, wie wir dort performen werden. Ich werde natürlich auch vor Ort sein und ihr könnt das alles frei empfangen über Sky Sport Austria. Schaltet auf jeden Fall ein und wenn nicht, ansonsten, ich nehme euch natürlich auch auf Instagram mit, bezüglich Instagram, Twitter von Serjan ist auf jeden Fall unten verlinkt, ihr könnt den sehr, sehr gerne auschecken. Und außerhalb von der E-Bundesliga war Serjan auch E-World Cup bei der Gruppenphase, hat er für Galatasaray Istanbul gespielt, leider nur knapp rausgeflogen, ne? Ja, Dritter sind wir geworden von 12 Mannschaften. Ja, also extrem starke Leistung, ich glaube nur der Erste hätte weiterkommen dürfen. Genau, ja. Aber Wolfsburg hat das, glaube ich, gemacht, ne? Nee, Vitality, die französische Mannschaft Vitality hat es geschafft und also, Wolfsburg ist Zweiter geworden. Krass, also Wolfsburg, Timox und Salzburg, glaube ich, waren deine Gegner. Ja, also starke Mannschaften auf jeden Fall an der Stelle. Leute, bevor ich euch mitnehme zu diesem Taktik-Talk, ja, ich öffne nur ganz kurz meine Rewards. Also ich habe leider Gottes nur Gold 1 erreicht, aber ja, dieser Weekend League war so unglücklich für mich. Was gönnst du mir? Welchen Spieler gönnst du mir, Budi? Di Maria gönne ich dir, da ich ein bisschen so ein der Paris-Fan bin. Der war cool. Okay, Cancelo wäre auch nicht schlecht. Öffnen wir mal das erste. Ah, Paulsen oder Juan Jordan. 2x84, aber den Juan habe ich gestern schon gezogen im normalen Inform. Ich entscheide mich für Paulsen. Ja, ist Paulsen, okay. Abfahrt. Ist okay. 84, perfekt. Und jetzt muss aber noch was Großes kommen. 3, 2, 1, Abfahrt. Let's go. Wer ist drinnen? Oh! Wer? Serjan! Di Maria! Ja! Es ist echt Di Maria! Und Jimenez wäre auch noch zur Auswahl gewesen, aber jawohl. Zu krass! GG in den Chat auf jeden Fall, Leute. Prankst du mich schon wieder, oder? Leute, Serjan ist extrem darauf reingefallen, als ich Team of the Year Kanté gezogen hatte. Also das könnt ihr euch auch nochmal anschauen, das ist Reload Teil 2. Aber Brudi, diesmal ist das kein Prank. Das ist der erste Spieler war Di Maria. Zu krass. Geil, nehmen wir natürlich mit. Boom, also gar nicht mal so schlecht, finde ich. Für Gold 1, ich glaube, ich spiele jetzt immer auf Gold 1. Ich muss es sehen, da glaube ich. Was hast du erreicht, dass diese Weekend League? Hast du es überhaupt gespielt? Ja, Elite 1, 27. Oh, auch stark. Auf jeden Fall, was ist deine Meinung zum neuen Patch? Ich habe bis jetzt nur mit dem österreichischen Bundesliga-Team gespielt, mit dem wir Samstag antreten müssen. Schickst du mir eher einen Screenshot, ne? Weil dann zeige ich mal meinen Zuschauern, für welches Team du dich entschieden hast. Benji hat es dann auch gezeigt. Schick mir dann einfach nur einen Screenshot, ich blende das dann an. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie es aussieht. Ja, kann ich machen. Nur mit dem Team habe ich es jetzt gespielt, mit meinem Ultimate-Team noch nicht. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, es ist natürlich jetzt kritisch, dass es jetzt ganz anders ist auf einmal. Aber man muss sich halt schnell daran gewöhnen, sonst ja, kann man nicht mithalten, sage ich mal. Und ich glaube, man muss sich einfach daran gewöhnen. Also viel Beschweren wird sich nichts bringen. Also war schon immer ja, so. Stimmt. Ja, man muss da viel trainieren, viel mehr spielen jetzt unter der Woche, vielleicht auf Rivals, damit man in der Weekend League auch gut abschneidet. Ja, jetzt überhaupt vor so einem großen Finale wie das E-Bundesliga-Einzelfinale so einen Patch rausballern.
dann. Das ist schon noch eine harte Nuss, ne? Ja, ich meine, die Spieler können ja eh nicht so gut schießen oder laufen oder dribbeln. Und jetzt ist das Schießen halt noch schwieriger mit den Spielern. Also glaube ich, werden nicht viele Tore fallen beim Finale am Samstag. Ich bin auch extrem gespannt. Was ich auf jeden Fall noch von dir wissen wollte, du bist ja letztes Jahr Champion mit LASK Linz geworden. Genau. Aydin war auch unter anderem dabei, der jetzt auch für Red Bull Salzburg gespielt hat. Ja. Warum hast du dich dieses Jahr dann für Red Bull Salzburg entschieden? Ich habe mich vor dieser Saison bei ein paar Leuten so informiert, wie das so war bei den Vereinen letztes Jahr. Das Feedback war halt so, dass der FC Red Bull Salzburg es einfach am ernsten genommen hat, von der Unterstützung her, von der Vorbereitung her mit dem Bootcamp, das jetzt zweimal in Folge stattgefunden hat. Mir war halt klar, dass die Qualifikation dafür schwieriger wird als bei den anderen Clubs. Aber wenn man es dann ins Team geschafft hat, hat man einfach die perfekte Vorbereitung fürs Finale. Und das war mir einfach am wichtigsten, das Training, dass man sich da gut vorbereitet. Also das Training war Wahnsinn, das Trainingslager. Boah, das schwärme ich immer noch darüber. Das war mega. Das war cool, außer den Break. Ich überlege das Ganze hier nochmal einzublenden mit dem Prank. Das war so gut, wie du da auf einmal gestanden bist. wenn ich daran denke, ich muss schon wieder darüber lachen. Leute, ich blende es euch einfach kurz ein. So Leute, wir machen jetzt ein Chatpack. Und also, ja, schauen wir mal. Andres wird öffnen. Ich öffne und no look, okay? Okay. No look. No look. Anhand eurer Reaktion erkenne ich, ob sowas Gutes ist oder okay. nicht. Okay, no look okay. Pack. Warte. So, ich sag dir dann, ob ein Wort kommt oder nicht, ja? Ihr dürft alle im Boxershop mir dann Getränke bestellen, meine Freunde. Eskalierung. Oh mein Gott! Ich schwöre. Oh mein Gott! Du bist so eine Petze, Mann! Du bist so eine Petze! Alter! Das war ein Prank! Ja. Wer hat geglaubt? Serjan hat geglaubt, Benji hat nicht geglaubt. Hast du geglaubt? Nein, ich dachte Benji weiß es, weil Benji hat... Nein, Aydin hat gewusst. Benji hat umgekehrte Psychologie gemacht mit mir. Also, guter Prank, gut, aber gell? Alter! Einmal hast du die 30-0, aber sonst 29, 28, 27, sowas, ne? Genau, ich glaube viermal 29, sonst 28, 27. Ist aber auch stark, das ist mega, mega stark. Welche Formation spielst du? Also was ist deine Main-Formation? Ich spiele meistens die 4-2-3-1. Die normale, ne? Genau. Ja. Und sonst auch die 4-2-2-2. Okay. Wann nimmst du 4-2-3-1 und wann nimmst du 4-2-2, wenn der Gegner vielleicht auch so dieselbe Aufstellung hat, also eher so spiegeln oder? Ich fange immer mit der 4-2-3-1 an. Mhm. Spiel eigentlich, also wenn ich nicht auf den Gegner klarkomme oder wenn es einfach nicht läuft in den ersten, keine Ahnung, 20, 30, 40 Minuten, dann stelle ich auf 4-2-3-2 um. Außer ich bemerke, dass der Gegner enge Raute spielt, dann stelle ich also selber auch auf enge Raute und kopiere halt das vom Gegner und versuche halt die Formation besser als die Gegner zu spielen.
Das ist in den meisten Fällen die beste Lösung bei der Raute, ne? Wenn man die spiegelt. Richtig? Ja, ich finde schon. Ist mir auch aufgefallen, dass das eigentlich nur durch Spiegeln wirklich gut weggeht. Oder Leute, was meint ihr? Könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euer Gegner die Raute spielt, spielt ihr eure eigene Formation? Also bleibt ihr trotzdem noch bei sagen wir mal 4-2-3-1 oder 4-2-2, was so mit den gängigsten Formationen sind? Oder welche Formationen wählt ihr, wenn euer Gegner die Raute hat? Weißt du, was ich mich immer frage? Wenn jemand von deinen Gegner die 4-3-3, die vierte spielt, ja? Oder generell so die 4-3-3 Formationen, da weiß ich auch nie wirklich so die Lösung, welche Ausstellung spiele ich da am besten dagegen. Gegen Benji, aber das war ja das Buy First Girl, da waren ja alle Bronze, ne? Mhm. Da hatte Benji die 4-3-3, die vierte und ich hatte die Raute. Und ich habe mir echt, ich dachte mir, ich werde mir schwerer tun, aber es war echt eine gute Lösung. Aber was würdest du nehmen bei einer 4-3-3, irgendeine Formation von denen? Ja, 4-2-3-1, wenn man gut verteidigt, dann kann man mit der 4-2-3-1 einfach gegen jede 4-3-3-Formation gut spielen. Ja. Falls das nicht funktioniert, kann man es mit einer engen Formation probieren. Man spielt halt gegen die 3 Zentralen vom Gegner, 4 Zentralen von der engen Raute, so kann man sich vielleicht durchsetzen, aber ist halt konteranfällig, wenn der Gegner die Flügelspieler vorne weit hat. Mit der eigenen Raute ist es halt schwieriger zu verteidigen auf Konter. Aber wenn man selber kontert, dann würde ich die eigene Formation vielleicht probieren. Also immer darauf achten quasi, dass genauso viele ZMs vorhanden sind, wenn nicht sogar noch ein Vierter mehr. Also ich weiß nicht, so unter anderem diese 4-4-1-1 könnte ich mir sehr, sehr stark dagegen vorstellen. Also dass einfach das Mittelfeld quasi dir gehört, ne? Genau. Könnte man das so auch sehen? Ja. Okay. Bei 4-3-3, ich hasse es immer, da schickst du deinen Außenspieler immer irgendwie, dann wenn das dann noch ein 5-Star-Skiller ist, El Tornado, also ja, das ist, 4-3-3, mit denen habe ich so mit den meisten Probleme, also wenn ich in der Weekend League verliere, dann ist es in den meisten Fällen, nicht immer natürlich, aber in den meisten Fällen eine 4-3-3-Aufstellung, keine Ahnung warum. Mhm. Ja, das ist meistens, wenn der Gegner halt gute Spieler am Flügel hat, ist die Formation halt stärker, aber du musst dich halt darauf konzentrieren, dass du halt eben genauso viele Spieler in der Mitte hast und einfach den Ball immer am Flügel abfangen kannst, weil das wird halt die effektivste Position sein, die Flügelspieler. Ja, ist echt so. Und was nimmst du da immer für bei der individuellen Taktik? Nehmen wir jetzt mal an bei 4-2-3-1. Am Anfang habe ich immer zurückfallen lassen genommen, aber es ist einfach ganz nach hinten gegangen meistens. Seitdem nehme ich ausgeglichen bei der Defensiv-Taktik und habe da, glaube ich, 4 oder 5 Balken bei beiden. Ich stelle das eigentlich nie um. Okay, also auch dann quasi eher ausgeglichen? Bei der Offensivtaktik habe ich immer ausgeglichen gespielt früher und jetzt meistens schneller Aufbau mit bei beiden 6 Ball, 5 oder 6. Okay, das ist schon krass. Das ist eigentlich ausgeglichen. Und bei 4-2-3-1 nimmst du schneller Aufbau, ne? Genau, eigentlich bei allen Formationen. Ah, okay. Ich nehme, warte mal, wenn ich jetzt mal meine vergleiche. Bei mir ist 4-2-3-1 Druck nach Fehlern, dann überall 6 Balken und Ballbesitz. Geht eigentlich auch fit. Bei der Raute selbst, da habe ich ja richtig Psycho. Druck nach Fehlern, Balken, alles full, bis auf 2 grau, schneller Aufbau. Also es ist eigentlich so meine Verzweiflungsformation, Verzweiflungstaktik, wenn ich so richtig den Gegner einfach unter Druck stellen möchte. Mhm. Weil es mit schneller Aufbau, das ist echt effektiv, muss man schon sagen. Ja, aber wenn man auch bei 4-2-3-1 und 4-2-2 damit umgeht, wow, muss ich schon sagen, Hut ab. Sehr, sehr stark. Ja, ich finde auch Druck nach Fehler eigentlich ziemlich gut. Hab's zwar ein paar Mal probiert, aber war mir einfach nicht sicher, es dann bei der Weekend League gleich einzusetzen, weil ich es drauf gehabt habe. Aber Druck nach Fehler ist ziemlich gut. Presse nach Ballverlust nicht mehr, ne? Seit dem vorletzten Patch. Ja, seit dem vorletzten Patch wegen der Ausdauer ist das ein großes Problem. Ja. Vielleicht ab mies. Der zweiten Halbzeit, aber. Und bei den Anweisungen, bei 4-2-3-1, was machst du da so? Die Außenverteidiger mache ich auf hinten bleiben. Ja. Und einen ZTM lasse ich auch hinten bleiben, den anderen lasse ich so wie er ist. So wie ich, so mache ich das auch. Mit der Abdeckung wahrscheinlich auch, ne? Genau, beide mit der Abdeckung. Beide, okay. Und bei allen drei Mittelfeldspielern mache ich vier Flanken in den Strafraum, heißt das, glaube ich. Ja, stimmt's. Genau, und beim Stürmer mache ich, glaube ich, zentral orientieren. Wir haben fast dieselbe Anweisungen, fast dieselben. Bis auf das, dass ich dem ZOM nichts gebe und den Stürmer gebe ich persönlich nur Abwehrüberlaufen. Also krass, also Leute, ich bin auch ein Pro. Nee, krass. Bei 4-2-2, was nimmst du
Liste da. Wahrscheinlich auch zentral orientierende Stürmer, kann das sein? Genau, da mache ich zentral orientierend ohne Abwehr laufen. Lass wieder einen CZTM hinten bleiben, den anderen nicht. Ja. Die Außen-ZOM lasse ich also wieder für Flanken in den Strafraum. Und ja, aber was hat das für dich für einen Effekt? Dass er einfach, ja, dass er im Strafraum viele von deinen Spielern sind wahrscheinlich, ne? Ja, dass sie da für Flanken auch manchmal, wenn ich einen großen Spieler da habe, auf der aus ZOM, bei den zwei ZOMs, wenn da einer ist, der gut köpfen kann, man gegen einen, keine Ahnung, Guardi Alba oder Marcelo spielt, dann ist das schon ziemlich effektiv zu flanken. Ja, kann ich mir echt gut vorstellen. Und natürlich die Außenverteidiger auch hinten bleiben bei Angriffen, ne? Natürlich, ja. Ja, natürlich. Ja, geil, also sieht mega aus. Also Leute, falls ihr mal die ausprobieren wollt, schneller Aufbau, ausgeglichen, alle Balken auf 5 ja. und bei der Offensive, also bei Angriff waren glaube ich alle Balken auf 6, richtig? Genau. Also das könnt ihr gerne, und bei Ecken hast du da wahrscheinlich 3 Balken, ne? Ecken 4 Balken und Freistöße 2 Balken. Keine Ahnung, warum ich das so mache, aber es macht vom Gefühl wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, also Leute, das könnt ihr gerne euch mal ausprobieren. Also Sercan ist damit ziemlich erfolgreich geworden. Also man wird nicht umsonst zweifacher E-Bundesliga-Champion und E-Sportler. Agentur ist LVK E-Sports, genau, richtig? Genau, LVK E-Sports. LVK E-Sports, Galatasaray, jetzt nicht unbedingt ein unbekannter Verein, also das muss man schon sagen. Wie kommt das zu solchen Kontakten? Ich wurde damals von meiner Agentur halt gefragt, also benachrichtigt, sage ich mal, dass da das Interesse besteht von Asian Bros. Asian Bros ist so eine Agentur, die für Galatasaray arbeitet, und die haben halt LVK E-Sports angefragt, ob ich Galatasaray vertreten möchte bei diesem FIFA E-Clubs World Cup Qualifier, und da braucht man ja halt pro Team ein Xbox und einen PS4-Spieler, und den Xbox-Spieler haben die schon gehabt vom letzten Jahr, Thomas Van Gogh, der aus Frankreich ist. Mich haben sie halt angefragt, ob ich Galatasaray auf der PS4-Seite vertreten möchte, und natürlich habe ich da ja gesagt, da Galatasaray auch ein, also der Traum, also Lieblingsverein von mir ist, seitdem ich klein bin. Übelst gefreut, safe, ne? Ja, es war ich habe es eh nicht realisieren können die ersten Tage, und dann in der Vorbereitung fürs Turnier, dann habe ich mir so gedacht, boah, jetzt bin ich wirklich für Gala. Zu krass einfach, zu krass. Und für das E-Bundesliga-Event jetzt, was am 2.2. kommt. Wie hast du dich da jetzt bis jetzt vorbereitet? Wie lange trainierst du da am Tag für so ein großes Event? Es ist immer unterschiedlich, ist halt vom Modus her auch. Es ist zwar Ultimate Team, was ich gut finde, aber mit den Spielern ist es wirklich eine Qual, sage ich mal. Ich unterbreche ganz kurz, also die das Video von Benji oder mit Benji nicht gesehen haben, pro Verein dürfen nur 2 Spieler ausgewählt werden, ja. Das heißt, 2-mal Red Bull Salzburg, 2-mal Sturm Graz, Austria Wien, Rapid. Es dürfen wirklich nur 2 sein. Trainierst du da wie Benji? Also ihr trainiert ja jetzt zusammen, ne? Was ich so mitbekommen habe. Genau. Hast du da auch andere Trainingspartner oder macht ihr das jetzt nur mal so zu zweit, so quasi als Team Red Bull Salzburg? Oder spielst du da auch gegen andere Spieler? Ich spiele zurzeit nur gegen Benji. Kann jetzt nicht für ihn sprechen. Ich weiß nicht, ob er gegen andere auch gespielt hat oder so. Aber ich spiele nur mit Benji. Wen schätzt du Bundesliga-Finale als Favorit an? Würdest du dich selbst zu den Favoriten zählen? Wär's für dich so der stärkste Konkurrenz? Ich kann jetzt mit dem Modus, sage ich mal, obwohl es Ultimate Team ist, als mit dem österreichischen Bundesliga-Team-Modus, kann ich jetzt nicht so genau einschätzen, wer da wirklich gut oder schlecht ist. Ja, natürlich ist wird man jetzt sagen, okay, der das letzte Mal gewonnen hat, kann jetzt Favorit sein, aber es ist halt komplett was Neues, was es nie gegeben hat, deswegen würde ich mich nicht genau jetzt als Favorit darstellen. Aber ja, ich sag mal, Benji und die 2 von der Austria, die werden sicher gut abschneiden. Also der Marcel Holi und... Ah ja, also Marcel Holi und Neubi. Genau, aber ich glaube, dass auch, also falls jemand anderer in die Top 4 kommt, dass es keine Überraschung für mich ist. Man kann eigentlich sagen, jetzt aufgrund dessen, also aufgrund von dem Patch, ne, kann man sagen, dass die Karten jetzt eigentlich komplett neu verteilt bzw. komplett offen sind, ne? Also meiner Meinung ist, wer jetzt diese paar Tage genutzt hat, um eifrig zu trainieren, der wird höchstwahrscheinlich den Titel holen, finde ich. Ich habe ja gestern auch im Livestream gespielt, ne? Es ist gerne für mich eine komplette Umstellung, jetzt von außerhalb, von den Spots außerhalb des Strafraums zu suchen. Jetzt muss man ja schon fast wieder in den Strafraum reindringen, ne? Mhm. Und wer das meiner Meinung nach am besten oder am schnellsten hinbekommt, die Lösung der Meta, wird es schaffen. Ich natürlich hoffe, weil, ja, ich habe ja die rosa-rote Brille auf, hoffe natürlich, dass du oder eben Benji macht.
Bin ja dort, um dann danach mit euch zu feiern. Das wird auf jeden Fall mega. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auf jeden Fall wünsche dir, Brudi, nur das Beste. Ich wünsche dir genauso wie Benji den Sieg, das Feiern. Shisha auf euren Nacken. Klar, wenn wir gute Platzierung erreichen, dann klar, gerne. Abfahrt. Ja, für Real Life, der Red Bull Salzburg spielt demnächst gegen Club Brügge in der Euroleague. Was ist da so dein Tipp? Sieg, oder? Der FC Salzburg hat ja alle Spiele gewonnen in der Gruppenphase. Brügge kommt ja von der Champions League. Hatten jetzt nicht so eine einfache Gruppe, aber ich glaube, so von der Qualität her kann man sagen, ist der FC Salzburg nicht schlechter. Also wenn man jetzt die Spieler vergleicht, Qualität her vom Fußball her, muss der Sieg eigentlich her, denke ich. Ja, ich denke auch. Ja, an der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch. War mega, mega interessant. Auch quasi so Meinungen der E-Sportler eben bezüglich des Patches, der eigenen individuellen Taktik einzuholen. Hat mega Spaß gemacht, Rudi. Checkt Sergio auf jeden Fall aus nochmal. Also Link zu Instagram und Twitter ist definitiv in der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns am Samstag. Ich freue mich schon mega. Und da kann ich nur sagen, ja, auf einen Sieg. Ich persönlich verabschiede mich schon von euch. Sergio hat das letzte Wort. Ciao! So, ich danke an alle, die zugesehen haben oder zugehört haben. Und bei dir bedanke ich mich auch für deinen Support immer. Und dass du immer da bist und dass du auch Samstag da wieder sein wirst. Und ja, ich sage auch danke fürs Zuhören, fürs Zusehen und ciao. Ciao! We'll be right back.